Burghausen kauft lokal.de. Diese neue Online-Plattform stellen der Werbering Burghausen, der Gewerbeverband Burghausen, die Burghauser Touristik GmbH und die Wirtschaftsfördergesellschaft heute am 23. Juni in Burghausen vor. Wir waren bei der ersten Präsentation mit dabei. Die ganze Vielfalt der Burghauser Geschäftswelt ist ab dann auch im heimischen Wohnzimmer online abrufbar. Unter www.burghausen-kauft-lokal.de, der neuen Webseite des Burghauser Werberings, finden sich übersichtlich aufgelistet Unternehmen, Dienstleister, Handel, Handwerker und Gastronomie. Aktuelle Angebote, eine umfangreiche Suchfunktion und der Kauf von Geschenkgutscheinen bereichern den Online-Marktplatz. Die neue Webseite fördert das Einkaufen vor Ort und wurde gemeinsam von dem Werbering Burghausen, dem Gewerbeverband, Burghauser Touristik GmbH und Wirtschaftsfördergesellschaft MBH umgesetzt. Im Grunde ist es ein Marktplatz, der die Vielfalt der Burghauser Geschäfte, Dienstleistungsunternehmen zeigt. Also es ist nicht nur ein herkömmlicher Branchenfinder wie in vielen anderen Städten, sondern es ist schon ein Blick durchs Schaufenster. Was bieten die Händler? Wir haben die Marken alle angegeben, was ein Lokal oder ein Unternehmen bietet. Wir haben eine umfangreiche Suchfunktion. Man kann nach Begriffen suchen und kriegt es dann ausgespielt. Wir haben Angebote, also die Unternehmen bieten verschiedene Angebote an. Man kann sich nach Angeboten informieren. Dann kann man auch einen Geschenkgutschein sich online bequem von zu Hause aus kaufen und den verschenken. Und so ist es eine bunte Vielfalt, was die Burghauser Betriebe alles anbieten, damit man ganz umfangreich shoppen gehen kann und dann im Laden bestens mit dem Service bedient wird. Warum sind Sie denn bei diesem Konzept mit eingestiegen? Der Werbering ist ein Verband von allen Einzelhändlern in Burghausen, also 140 Mitglieder haben wir, und wir sehen uns da natürlich schon vorrangig, dass wir unsere Händler da was bieten. Also deshalb sind wir natürlich gleich dabei gewesen, oder eigentlich waren wir auch Anreger des Ganzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie finden Sie die Idee und das ganze Konzept, das da jetzt dahinter steht? Das Konzept finde ich super. Also wir haben, wie gesagt, in den ersten Gesprächen hat sich das gleich rauskristallisiert, dass wir da sehr gut mit den Agenturen zusammenpassen, dass sie unsere Ideen, die wir da haben, was wir umgesetzt haben möchten für unsere Händler, dass sie sofort aufgegriffen haben und in die richtige Richtung gelenkt haben. Die neue Plattform burghausenkauftlokal.de ist ja sicherlich dazu gedacht, die Burghauser Geschäftswelt zu unterstützen und zu fördern. Ist das so richtig? Das ist genauso richtig, und es ist ein Vehikel, wie man dazu kommt, zu unterstützen. Auch wir wollen jetzt keine Online-Händler werden in Burghausen, sondern wir wollen so tolle Einzelhändler bleiben, wie wir sind. Und wir müssen einfach sichtbar sein, und dafür ist diese Plattform da. Und wie finden Sie das Konzept? Gut. Also mir gefällt es gut, dieser Ansatz jetzt miteinander das zu machen, als Stadt das zu unterstützen, die Händler über den Werbering, der das da wirklich gut angeschoben hat, zusammen mit dem Gewerbeverband in eine Richtung zu leiten, zu präsentieren, sich gut zu präsentieren und da einfach auch mit den Filmen jetzt von der Nadine und von Patrick, die da mit in diese Plattform integriert sind, ja, sich ganz lustig und pfiffig zu präsentieren. Und es ist sicherlich auch, vor allem jetzt in der schwierigen Zeit, wichtig, dass die Leute wieder verstärkt regional kaufen, oder? Ist immer wichtig. Also regional kaufen macht einfach Spaß. Es macht Spaß, in die Stadt zu gehen, Kaffee zu trinken, ein Bier zu trinken, essen zu gehen, einzukaufen, das Kulturangebot mitzunehmen, in Burghausen an den Wörsee zu gehen. Also alles, was man mit Einkaufen verbinden kann, das können sie nicht online. Sie können nicht online zum Schwimmen gehen, den Kaffee müssen sie sich selber machen, das Bier können sie alleine trinken. Also gehen Sie in die Städte, da ist einfach mehr los, da ist es besser und das Angebot ist mindestens so gut. Die Beratung ist auch noch eine andere. Also es hat einfach viele Vorzüge und daran merkt man, es macht Spaß und ist gut. Herr Steinberger, wie sind Sie denn zu dem Konzept, oder warum sind Sie denn bei dem Konzept mit eingestiegen? Es ist eine originäre Aufgabe der Wirtschaftsförderung, sich um die Wirtschaft, um die wirtschaftliche Entwicklung in dieser Stadt zu kümmern. Zu dieser Wirtschaft gehört nicht nur die große Industrie, sondern natürlich auch der Einzelhandel. Der Einzelhandel ist in dieser Stadt ein ganz wichtiges Element, was Leben erzeugt in dieser Stadt, was natürlich zu dieser Attraktivität in der Stadt beiträgt. Und Corona hat eben dazu geführt, dass dieses Leben, dieses Einzelhandelsleben von einem Tag auf den anderen tot war. Noch nie war unsere Stadt so leer
happy in diesen Tagen. Noch nie hat diese Stadt so ein trauriges Bild abgegeben. Und es war, denke ich, höchste Zeit, dass wir uns zusammensetzen und darüber nachdenken, wie können wir jetzt mit Ende dieser Corona-Zeit, mit Ende dieses Shutdowns dem Einzelhandel wieder auf die Beine helfen. Wie können wir dem Einzelhandel helfen, attraktiv zu werden und zu der Bedeutung wieder zu kommen, die der Einzelhandel auch verdient. Schauen Sie doch einfach mal auf der Webseite burghausenkauftlokal.de vorbei. Es ist mit Sicherheit ein richtig cooles Konzept für Burghausen und die Umgebung. Ihre Nicola Koska.